another visitor. Stay a while. Stay forever. Nur sehr langsam und allmählich kehrt bei mir die Zuneigung für Teddybären zurück. Servusle, grüßt euch. Willkommen bei einem Vouchers Farm Quickie für Diablo 3. Wir farmen uns heute ein kosmetisches Item. Den Porträtrahmen aus Grafschaft Launebach. Viele kennen den unter dem Namen Regenbogen-Porträtrahmen. Er droppt noch, ich habe es jetzt auch endlich geschafft. Möchte euch in diesem Video zeigen, wo ihr hin müsst, was ihr beachten müsst. Kleine Gerüchte vielleicht kurz ansprechen, machen wir innerhalb des Runs. Für alle Neuen, beziehungsweise für alle, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben, ihr bekommt bei einem Unique Mob innerhalb eines speziellen Bonus-Levels diesen Rahmen. Dazu braucht ihr einen Hirtenstab, den der Schmied craften kann. Dazu gibt es auch von mir einen Guide, eins meiner ersten Videos. Verzeiht mir bitte, wenn es harte Übergänge gibt vom Sound, beziehungsweise wenn man mich selbst kaum versteht, aber es erklärt ganz gut, wie ihr den Stab craften könnt. Mehr dazu in den Informationen vom Video hier unten, beziehungsweise auf der Endcard. Und jetzt gehen wir auf die Map und ich zeige euch, wo ihr den Rahmen herkriegt. Bevor wir uns auf die Reise machen, eine kleine Faktenübersicht fürs bessere Verständnis. Um das Porträt farmen zu können, benötigt ihr einen Hirtenstab. Der Hirtenstab öffnet ein Bonuslevel, innerhalb dessen der Porträtrahmen gefarmt werden kann. Der Hirtenstab ist ein Gegenstand, den man craften kann beim Schmied. Rezept und Items, die benötigt werden, habe ich euch in einem Guide zusammengefasst. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung unten bzw. auf der Endcard. Auch wichtig, der Stab muss im Inventar mitgeführt werden, sonst öffnet sich das Bonuslevel nicht. Zweitens, ich empfehle euch den Abenteuermodus. Wenn es wie bei mir gelagert ist, braucht ihr viele Neustarts. Das lässt sich im Abenteuermodus am besten realisieren. Die Qualstufe ist egal, also ihr könnt die höchste nehmen oder auch welche darunter. Das bleibt am Ende euch überlassen. Meine Empfehlung zum Schluss, deckt die Karte immer komplett auf. Sir William kann sich in Nischen verstecken und nur wenn die Karte ganz aufgedeckt ist, kann man sicher sein, dass er da oder nicht da war. Drittens, hier seht ihr mal kurz, wie Sir William dann aussieht, so wie die anderen Teddybären eben auch. Man muss hier schon genau hinschauen. Eventuell hilft auch ein Blick bei den Elite-Gruppen auf den Status unten links. Dort wird ja dann der Name angezeigt, wenn ihr auf ihn trefft. Abschließend noch kurz zu den Gerüchten um Sir Oliver. Innerhalb des Bonus-Level gibt es einen Bär, der ähnlich aussieht wie Sir William, nennt sich Sir Oliver, taucht wesentlich öfters auf wie Sir William. Und es gibt das Gerücht, dass eben beide nicht im selben Bonuslevel vorhanden sein können. Es gibt hier Stimmen, die das widerlegen. Kollegen von uns mehr oder weniger, also Spieler, die sagen, sie sind auf beide im selben Dungeon getroffen. Ich würde das Risiko nicht eingehen und einen Neustart hinlegen, wenn Sir Oliver auftaucht. Ich würde die Karte trotzdem freilegen. Ist aber nur eine Empfehlung von mir. Wie ihr es am Ende macht, bleibt euch überlassen. Und jetzt gehen wir auf die Map und ich zeige euch noch kurz den Ablauf. Wir starten ein neues Spiel im Abenteuermodus und prüfen zunächst im Inventar, ob wir den Hirtenstab auch dabei haben. Nun geht's auf zu Akt 1 Neu-Tristram, zum Wegpunkt die alten Ruinen. Dort angekommen verlassen wir den Bereich nach links, also westlich, und begeben uns auf die Straße nach Alt-Tristram. Dieser folgen wir ein ganzes Stück, bis wir an einem Krater ankommen, aus dem ein helles, rotes Leuchten hervortritt. Mit dem Stab im Gepäck erscheint der Geist des Kuhkönigs. Natürlich klicken wir hier den Text durch, haben wir ja schon ein paar Mal gehört, und eröffnet uns den Eingang zur Grafschaft Launebach, die den Namen wahrscheinlich daher hat, dass die Laune den Bach runtergeht, wenn man zu oft rein muss. Das Video ist in diesem Fall nicht geschnitten, also in meinem Driver so, ich kam rein, hier steht er, zack, ich will gerade gucken, ob was ist, tot. Und jetzt merkt man auch, dass ich etwas verwirrt bin, hat ja eine ganze Weile gedauert bei mir, bis ich tatsächlich mal auf diesen Mob getroffen bin. Ich hupf also nicht direkt hin und loote, weil ich es einfach nicht blick. So, denkt dran, das Item ist weiß, nennt sich Grafschaft Launebach, ihr lootet's und könnt's dann mit einem Rechtsklick eurer Sammlung hinzufügen.